Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Reaper of Soul. Ja, im letzten Video wurde sich in den Kommentaren gewünscht, ich soll mal die Grafschaft Launebach machen, also dieses Bonnie-Level, weil ich in meinem letzten Video immer irgendwie von Cool-Level geredet habe und dachte mir, okay, das mache ich jetzt. Es ist zwar nicht direkt Abenteuermodus, aber es ist doch irgendwie sehr abenteuerlich. Stab haben wir hier. Den habe ich mir schon vor Ewigkeiten zusammengebaut. Ich habe ihn damals auch einmal aufgewertet. Vom normalen auf den Albtraumhaften. Ja, die anderen Stufen waren mir irgendwie immer zu teuer und ja. Keine Ahnung. Irgendwie dann drauf vergessen und so weiter. So. Ich starte hier gleich hier, damit man ja weiß, wie man am besten dorthin kommt. Also man könnte jetzt von hier losgehen. Da lang. Richtung alte Ruinen. Oder man portet sich gleich von hier alte Ruinen. Als Quest wähle ich immer aus Rückkehr nach Neutristram. Das ist so die ja allerletzte Quest in diesem Akt. So, das ignorieren wir einfach alles. So, von den alten Ruinen gehen wir jetzt zurück zu den zu Neutristram. So. Moment, da mache ich nur ein paar tot, damit wir da mit dem Fuchskönig reden können. Und da ist er auch schon. So. Ja, du musst ja da jetzt auch noch daherkommen. So. Wir sehen, dass ihr den Gegenstand dabei habt. Wir sind äußerst erfreut. Und da haben wir es. Mein Kopf hat einen Schlag zu viel eingesteckt. Mit Kühen hatte ich allerdings nicht gerechnet. Erst recht nicht mit Sprechenden. Und ihr seid ein stinkender Fleischsack ohne Fell. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Albernheiten. Der Level voller glitzernder Glückseligkeit und Regenbögen erwartet euch. Ach, der Kuh-Level? Nein, es gibt keinen Kuh-Level. Und jetzt Entschuldigung, munter weiter mit euch. Tja. Der Geist taucht nur auf, wenn man den Stab im Inventar hat. Jetzt färbt sich dieser Graben hier so regenbogenfarbenartig und da steht auch schon Grafos Launebach. Einfach draufklicken und wir sind auch schon drin. Ja, ihr merkt auch dann der Minimap, alles schön gezeichnet von Kinderhand. Hier auch alles sehr farbenfroh. Hier gibt es jetzt so Teddybären. Es gibt Blümchen. Da haben wir schon mal so ein Einhorn, ein bummeliges, lilafarbenes Einhorn. Ja, schade, dass hier irgendwie keinen Boss oder sowas gibt am Abschluss. Das hätten sie ruhig auch machen können. So. So, da. Na, drauf da die. Sehr schön. Und da fliegen schon die Meteore vom Himmel. Und nebenbei da ein paar Kuchen einsammeln. Denn die lassen keine Heilkugeln fallen, sondern Kuchen. Damit wir da wieder Zorn bekommen. Sehr schön. Da kommt gleich das nächste Einhorn. So, da. Ja, im Prinzip ist, ja, bis auf das, dass das Setting ein bisschen eigenartig ist, können die genauso gut das gleiche Zeug fallen lassen. Ich glaube, dieser Burger, den es da gibt, ich glaube, der droppt aber nur hier. Ich selber habe den noch nie gesehen. So. Ja, stirbt die Bär. Ja, die Wölkchen, da kann Gold und Gegenstände auch drin sein. Es gibt dann auch so Goldtöpfe. Das sind dann so, ja, die Kisten hier. So, da. Ach, na, gehen wir da drauf weiter. Da, Geschenke gibt's auch, da kann auch Sachen drin sein. So wie Urnen oder Vasen, die man so zerstören kann. So, da. Ja, grüß euch, ihr! Ja, das seht ihr tot. Ja, ich muss sagen, ich habe das damals nicht wirklich so extrem abgefarmt, so als noch Inferno und alles gab. Ja, es ist hier nie wirklich was Besonderes getraubt. Da war man woanders besser dran. Ha, hier haben wir zum Beispiel so einen Goldkessel. Zack, und da fällt auch schon ein Gegenstand raus.
Oder ich hatte einfach nicht Glück hier. Na, stirb du, Teddybär. Wie heißt eigentlich die Teddybär? Ein Schmusebärchen. Ach ja. Ah, den Kuchen aufsammeln. Zwei Heiltränke gleich. Sehr schön. Da ist eh nichts mehr. Ja, wird jetzt ein bisschen eine kürzere Folge werden. So viel gibt es hier nicht zu sehen. So. Und immer auf die Blümchen. Zack, hin bist du. Da gibt es auch nichts mehr. Ja, ich habe auch ein paar neue Gegenstände bekommen. So. Kann ich euch mal kurz zeigen? So, wenn dieses Blümchen dort ist. So, was habe ich bekommen? Den Ring habt ihr das letzte Mal schon gesehen. Hatte ich Glück bei Kadala. Dann, den Ring habe ich gefunden. Obsidianring des Tiefenkreises. Tiefenkreises, so. Er hat zwar auch Geschick und Intelligenz drauf, ist allerdings gar nicht so schlecht. Geschick gibt einen ja auch ausweichen. Und Intelligenz gibt einen Widerstand gegen alle Schadensarten. Da hier sieht man es genau. Ist zwar nicht viel, was man bekommt, also für die ja 171 würde ich 17,1 bekommen und Geschick ist die Umrechnung halt ein bisschen schlechter. Ihr seht, dass die 250, die ich habe, sind nur 1,15% ausweichen. Das ist nicht wirklich viel und ja, da überlege ich einfach Geschicklichkeit umzuzaubern gegen irgendwas Besseres. Vielleicht auch ein Sockelplatz oder so. Mal schauen, was rauskommt. Ein Helm habe ich gefunden. Erhöht den Schaden von gesegneten Schild um 15%. Das ist das, was ich hier die ganze Zeit werfe. Dann, was habe ich noch bekommen? Genau, die Schuhe. Erhöht auch vom Schild um nochmal 11%. Also insgesamt schon um 26%. Plus 12% schneller laufen. Ja, und sonst der Rest ist eigentlich eh im Großen und Ganzen gleich geblieben. Ich habe dann noch diesen Ring hier gefunden. Ich muss sagen, der ist geil. Für Qual 2 zum Beispiel. Da überlebe ich jetzt mit dem schon viel besser. Denn er erhöht euer Leben pro Sekunde um bis zu 99%. Basierend auf eurem verlorenen Leben. Also wenn man da wirklich nur mehr 50% oder 25% Leben hat, dann spielt er wirklich seine volle Wirkung aus. Da regt man wirklich geil hoch. Ja, die anderen Werte sind eigentlich auch nicht so schlecht. Kritischer Trefferschaden drauf, Ressourcenkosten verringert nochmal um 8%. Dann das Ding habe ich auch gefunden. Erhöht meinen heilige Fertigkeiten verursachen nochmal 50% mehr Schaden. Das habe ich ja auch schon auf der Armschiene drauf. Wären es insgesamt 35%. Angriffsgeschwindigkeit erhöht, dann Abklingzeit gesenkt und dann Bewegungsgeschwindigkeit auch extra drauf und dann nochmal 155 Feuerwiderstand. Klingt alles sehr gut. Ich dachte mir, ja, 15% nochmal mehr Schaden auf Heiligfertigkeiten. Das meiste habe ich ja wirklich da auf Heilig ausgelegt, das Wichtigste. Nur muss ich sagen, ich mache dann doch weniger Schaden. Mal schauen. Ich überlege, dass ich das vielleicht ein bisschen noch umverzauber. Und vielleicht wird es ja dann noch ein bisschen besser. Schauen wir mal. So wäre das Ding ja sonst gar nicht so schlecht. Oder, jawohl, geht weg. Gut. Die Blumen heißen, ach, Glitzerwurzel. So, so. Nicht genug Zorn. Was? Nicht genug Zorn? Tatsächlich. Lass doch mal so ein Heilding fallen. Oh, ein Heiltrank. Das habe ich mit Heilding nicht gefallen. Ich meinte so eine Heilkugel oder Heilkuchen in diesem Fall. So, da leuchten sie. Und da fliegen sie alle in die Luft. Ja, Champion sowas könnte es hier auch ein bisschen mehr geben. Wenn es schon keinen Boss gibt. So, das. Och, hier ist das Ende. Da müssen wir in die andere Richtung gehen. Oh nein, er ist geblendet und verwirrt. Gerät doch, du verdammter Hammer! Ja, meine Crit-Chance ist leider gesunken. Auf nur mehr 35%. Da muss ich schauen, dass ich da irgendwie noch Crit daherbekomme. Ein paar Sachen umverzauber. Dort Crit drauf mache ich auch. Tja.
muss ich da wirklich mal gut Zeit nehmen und da ein bisschen herumbasteln. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe schon mit wenigen Versuchen da Erfolg. Oh, ein gelbes Blümchen, ein gelbes Blümchen, ein gelbes Blümchen. So, immer drauf auf die Blume. So, nein, geh weg. Ach, geh weg da mit dem Scheiß da. Ja, ich explodiere gleich vor Zorn. Moment, ich suche kurz hier diesen... Ach Gott, schon wieder. Oh je, schön. So, ich gehe zuerst da runter. Natürlich! Kann man mehr davon finden. Jawohl, kommt her, meine Blümsch. Oh ja, mein Zorn reicht dafür nicht aus. Jawohl. Sehr schön. Ja, ich will mich da so hocharbeiten, dass das Schild dann wenigstens schon mal, keine Ahnung, so standardmäßig 5, 6 Millionen Schaden macht auch. Vielleicht finde ich auch diesen Kolben und dieses Schild dazu, dass ich da noch mehr rausballern kann. Nein, das Pferd hat seinen Kopf verloren. Was? Mehr Zorn? Da liegt er ja auf der Straße. So, Goldkessel reingerapschen. Wo ist dein Kopf? Hm? Oh, da liegt er. Ja, Kinder, das ist leider nichts für euch. Ein bisschen grausam hier. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, ihr verdammten Bären. Ihr Schmusebärchen. So, da ist auch nichts mehr, oder? Gehen wir zuerst darüber. Wie der Hammer immer abbiegt. Das ist schlimm. Wäre cool, wenn ich hier noch einen Legendary finden würde. Ja, gestern hatte ich auch nach langem mal wieder einen epischen Goblin. Die sind ja ganz selten. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Yes. Die könnte es ruhig öfters geben. Ja, das Problem ist, die droppen leider den gleichen Mist wie die normalen Goblins. Wäre vielleicht cool, wenn die vielleicht ein garantiertes Legendäre dabei hätten. Die sind ja wirklich verdammt selten. Ich hatte insgesamt, glaube ich, jetzt erst dreimal so einen. Die sind natürlich, sie sind halt größer. Haben mehr Leben. Bekommen noch einen größeren Geschwindigkeitsboost, wenn sie dann anfangen wegzulaufen. Und ja, leider droppen sie halt, wie gesagt, nur das gleiche auch. So, komm her, du Blume. Jetzt schmeiß ich da daneben. Verdammt nochmal. Glücksbärchen, Glücksbärchen, Glücksbärchen. Oh, was haben wir hier? Oder, ja, komm zu mir, Meteore, trefft sie. Und da sind sie schon Geschichte. Und ich habe einen richtig geilen Plan gefunden. Das Problem ist, mir fällt da jetzt noch ein weißes Item dazu, das ich schon davor 100.000 Mal gedroppt bekommen habe. Und jetzt natürlich, wo ich es brauchen könnte, droppt der Scheiß nicht mehr. Sobald wir zurück sind in der Stadt, werde ich euch zeigen, hoppala, welches Rezept ich meine. Eigentlich ideal für einen Kreuzritter. Ja, jetzt lauf hier weiter. So. Oh, ganz viele. So. Verbrennt im Licht. Ja, verbrennt im Licht. Wolke hat nichts drin. So, wo waren wir noch? Da unten. Oh, da oben können wir auch noch ein bisschen hingehen. Da gehen wir auch zuerst hin. Suchen wir hier wirklich alles schön ab. Da, vielleicht gibt es hier noch ein paar von Champions und sowas. Jawoll. Ach, da lebt ja noch ein Bär. Tötet den Bären. Sehr schön gekrittet. Jetzt da unten noch ein bisschen und dann sind wir hier eigentlich eh schon durch. Also wie gesagt, so riesig ist das nicht. Wird halt auch ein bisschen eine kürzere Folge jetzt werden. Ja, und danach, ja,
sobald ich da wirklich mich noch ein bisschen verbessert habe und ja, Qual 2 noch effektiver und schneller farmen kann, werde ich dann von dort ein paar Riff zum Kopfgelder zeigen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl, er schlagt das Einhorn. Nein, nicht mit wegfieren. Ja, töten. Töten. Hat er nur 74.000? Moment, ich hol mir kurz Zorn. Ich hol mir kurz Zorn. Nein, nicht reflektieren. Was? Süßes Metzelbonny. Ach, ist ja süß. So süß war das Metzelbonny gar nicht. Oh ja, und da spritzt nur das Blut so. Ja, ein wenig halt brutal gemacht. Und da rollt der Kopf vor sich hin. Oh ja, schon wieder sowas. Die Feuerketten vor sich. Das kann gut Aua machen. Ja, da wollen sie einen immer einkreisen. Verschwindet jetzt. So. Haha. Leider habe ich nur einen erwischt. Aber jetzt ist auch schon der zweite tot. Da fliegen die Körperteile herum. Eieiei. Macht das eine Freude. Ach, da ist es schon zu Ende. Und das war's auch mit diesem Level. Oh, da drüben kommen wir noch runter. Es ist doch noch nicht vorbei. Darf nur nicht vergessen, euch diesen Plan zu zeigen. Ist vielleicht das Teil schon gedroppt, das ich brauchen könnte? Habt ihr jemals Angst? Oh, nein, das ist eine Schulter. Ich brauche den Helm von diesem Aszendenten-Helm. Brauche ich. Wenige würden das so offen zugeben. Dann kann ich mal das Teil bauen. So, weil ihr die Letzten seid, schmeißt mir das jetzt auch noch an. Ja, ihr könnt den Kreuzzug überhaupt nicht aufhalten. Sehr schön. Zack, zack, zack. Da alles erkundet. Zack, zack. Gut. Ich bot mich gleich von hier zurück. Ich kehre in die Stadt. Was? Na, das bisschen hättest du mir auch noch geben können, du. Diese 3 Millionen. Ja, leider. Ich hatte schon so viel Brunnen der Reflexion angesammelt. Leider ist er jetzt ausgelaufen inzwischen. Und habe inzwischen Zeit keine neuen gefunden. Echt schade. So, zuerst das ganze Blaue. Würde den Schaden von... Ah, gut, da habe ich ja was Besseres. Dann brauchen wir nicht mal überlegen. Ein Schild wäre echt mal geil zu finden. Wisst ihr was, das mache ich jetzt noch. Ich habe jetzt 214, Schild kostet glaube ich nur 5 Splitter. Da werde ich mir dann ein bisschen was bei Kadala jetzt kaufen. So. Rüstung schmieden. Kopf. Da. Der Helm der Herrschaft hat drauf von Haus aus steht schon Vitalität plus 11% Blockchance und dann noch 4 magische Eigenschaften dazu. Finde ich super. Extra Blockchance dazu. Dann könnte ich mir auch so mal diesen Blockbild machen, denn es gibt ja auch da viele Sachen, die rein aufs Blocken gehen, so wie hier. Zum Beispiel, wenn man blockt, bekommt man Leben. Oder, gut, das ist eher so wie das, was der Dämonenjäger hat mit Scharfschütze oder wie das heißt dort. Ja, steigert sich jedes Mal die Blockchance um 2,5% und wenn man dann geblockt hat, setzt sich das wieder komplett zurück. Also da gibt es ja auch ein paar Dinge, die voll auf Blocken gehen. Wo ist denn das eine zum Beispiel? Da, standhalten. Man kann jetzt nicht mehr ausweichen, dafür wird die Blockchance um 15% erhöht und so weiter. Und ja, könnte dann wirklich ordentlich Schaden wegblocken. Wie viel sind denn das in meinem Fall Blockchance da? Ja, nicht wirklich viel derzeit. 16 bis 24.000 circa. Ich habe nur 12%. Leider, das Schild ist irgendwie scheiße. Das sieht man auch. Ja, maximal kann man 75% haben. Wäre super. Muss ich schauen, dass ich das noch irgendwie in die Höhe treibe. So, Plan habe ich euch gezeigt. Das habe ich euch gezeigt. Genau. Jetzt gehen wir noch... Ach so, stimmt. Ich bin ja im normalen Modus drin. Ein Moment, ich lock da kurz aus. Bonny Level habt ihr jetzt gesehen. Sehr farbenfroh und alles. Nur wie gesehen, es lohnt nicht wirklich. So, jetzt gehen wir da kurz rein. Kopfgelder und schauen wir mal, was Kadala bei uns oder für uns zu bieten hat. Ja, lade schneller. So, da steht sie da vorne.
Gut, da sind wir schon. Ich sehe das Schild, kostet nur 5. Ist super. Oh, Pech gehabt. Da werde ich jetzt ein bisschen langsam vorgehen, solange ich da. Oh! Vielleicht findet ihr dafür ja einen Nutzen. Grit um 8,5%, Blockchance auch nur 12 und erhöht den Schaden von Himmelsfuror. Das benutze ich aber überhaupt schon nicht mehr. Könnte ich mir überlegen, dass ich das wieder reinschmeiße. Eisenhaut erhöht zusätzlich euren Blockwert um 58%. Da könnte ich mir überlegen, dass ich mal dieses Eisenhaut auch wieder reinschmeiße. Hat aber auch mehr Rüstung. Aber ihr seht schon, der Blockwert ist hier geringer. Blockchance. Ja, blockt viel weniger. Blockt nur 15 bis 18,5 und das blockt hier 16 bis 24.000. Zwar mehr Rüstung. Ja, 1% Schaden verliere ich. Aber Himmelsfuror würde ein bisschen mehr machen. Schauen wir mal weiter, was ich noch so bekomme. Ich hätte gerne ein richtig geiles Schild. Man kann nicht immer gewinnen. Nein, so. Moment. Ich gehe die mal zerstören. Moment, das haue ich mir mal. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe auch schon wieder ein paar Würfelchen angesammelt. Leider noch nicht viel. So, was haben wir denn hier? Schwungangriff, gesegnetes Schild. Wird der Schaden erhöht. Aber es ist keine Stärke von Haus aus drauf. Blockchance sinkt auf 11%. Oh Gott, wie wenig das wegblockt. Gerechtigkeit macht mehr Schaden. Boah, die blocken alle so wenig weg. Das blockt wieder ein bisschen mehr. Oh, da extra 10% Blockchance drauf. Aber egal. Alles weg. Nee, ich will dann so ein richtig geiles haben, wo ich dann mit mehreren Fähigkeiten zufrieden bin. Ja, hier sind auch die 10% drauf. Leben pro Sekunde, 11% Flächenschaden. Naja, irgendwie, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen seltsam da. Nochmal 10% extra. Da wird Zornregeneration. Umfasst 2. Das wird gar nicht so schlecht. Ich verliere aber an Schaden insgesamt schon sehr stark. Niederstrecken. Moment. Das lasse ich mir vorerst mal kurz. So, schauen wir nochmal schnell zu ihr hin. Nochmal da ein Schild. Das Schicksal ist euch heute so, ach scheiß drauf da einfach. Zack, 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 zack. Ich bin überlastet. Oh no, ich bin. Ah gut, schmeißt leider nicht am Boden, sonst hätte ich jetzt schnell weitergekauft. Ich bin überlastet. So. Die blauen kaputt machen. Jetzt kaufen wir uns nochmal 3. Ja. Was ist so interessant? Das Glück ist mit den Mutigen. Eines Tages, wenn ich reich so, bin. So, jetzt habe ich Nummer 4. Aber Schilder kosten zugleich nur 5. Generell Rüstung kostet überhaupt nur 5. Okay. Ah, das ist ja das eine. Okay, Leben pro Zorn. Gesegneter Hammer um 14. 20% Blockchance. Ja, aber insgesamt verliere ich auch 23% Schaden. Das heißt, der Hammer wird zwar ein bisschen mehr machen, aber alle anderen Fertigkeiten sinken dann. Die Frage ist natürlich, ob ich Leben pro Zorn in Stärke umwandeln kann. Das müsste ich gleich schauen gehen. Himmlische Vollstreckung. Da kann ich einen Stein reinmachen. Bringt aber auch nicht wirklich was. Reduziert er durch Elite-Gegner erlittenen Schaden um 9%. Und durch Distanzangriffe um 5%. Das wäre aber auch nicht schlecht.
Ja, aber generell... Ist da nicht wirklich was dabei, was ich sagen könnte? Oh, wow, geil, super. Das Schild will ich jetzt haben. Nee. Ja, da hoffe ich weiter auf irgendein geiles... legendäres Schild. Schauen wir mal. Wo ist denn das eine? Zorn. Genau, Leben pro Zorn. Das. In was kann ich das machen? Wird sogar Stärke gehen. Was gibt's noch? Grit könnte auch erhöht werden. Na gut, da verliere ich dann nochmal 9% Grit. Oh Mann. Hab jetzt schon so wenig. Nee, das lohnt nicht. Macht man die zwei auch noch hin. Ach nein, da will ich ja. So. Da schaue ich höchstens, dass ich vielleicht aus diesem Schild jetzt noch irgendwie was machen kann. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal dahin. So. Oh, was kann denn da rauskommen? So. Widerstand, Leben. Schaden gegen Elite-Gegner reduziert. Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Zornregeneration. Nee. Da kommen jetzt die Fertigkeiten. Also. Gesegnetes Schild könnte auch drin sein. Auch Gerechtigkeit. Bombardement benutze ich auch. Oder generell einen Sockel. Kann ich von dieser Fertigkeit auch bekommen. Das wäre interessant. Wisst ihr was? In der nächsten Folge gehen wir das hier an. Werde ich ein bisschen schauen, dass ich da vielleicht irgendwie meine Ausrüstung dann entweder schon vorher optimiere oder so optimieren kann. Denn so im Großen und Ganzen wäre es ja gar nicht so schlecht. Gut, ich würde 0,5% Grit verlieren. Das wäre jetzt nicht so extrem tragisch. Was kann ich denn dadurch bekommen? Blockchance wäre gut, aber das ist dann nirgends dabei. Stufenanforderungen reduziert. Nee. Mehr Gold, maximaler Zorn. Widerstände. Nee, dann mache ich vorher das weg und hoffe drauf, dass ich entweder einen Sockel bekomme oder eins von drei Fähigkeiten. Entweder das gesegnete Schild, Gerechtigkeit oder Bombardement. Die drei benutze ich sehr häufig. Besonders das Schild benutze ich sehr. Also ja, eigentlich das auch. Sobald die Abklingzeit bereit ist bei stärkeren Mobs. Ja, gut. Schau mal. Ja, das war diese Folge. Habt ihr das Bonnie-Level gesehen? Ich habe ein legendäres Schild bekommen bei Karala. Und ja, mal schauen, ob ich da meine Ausrüstung ein bisschen umbauen noch kann. Ein bisschen noch mehr Schaden rauskitzeln. Mein Paper-DPS bin ich unter 500. 6 Millionen Zähigkeit. Allerdings habe ich ja wirklich da schon ein paar Sachen drauf, die meine Fertigkeiten und so weiter pushen. Weil ihr habt gesehen, 4,5 Mille mit dem Schild. Mit Hammer auch so 4 Millionen aufwärts. Ist schon mal ganz ordentlich. Also Qual 1 geht eigentlich eh recht gut jetzt. Bombardement schlägt auch inzwischen super ein. Ja. Gut. Ja, falls euch die Folge gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, lasst auch einfach Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Dann sage ich auch danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge ein. Also macht's gut. Ciao, euer Graphos.